Hi Leute und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Pokémon Omega Rubin, ein neuer Bat. Nein, wir stehen hier vor Felicia und die wollen wir in diesem Part auch besiegen mit unserem Team. Let's go, Felicia. Hallo, Süße. Oh, cooles Intro. Mein Gefühl hat mich getäuscht. Ich war mir sicher, dass du dein Pokémon... Ich war mir sicher, dass du und dein Pokémon es bisher schaffen würdest. Dann zeig mir doch mal, welche Pokémon du ausgewählt hast welche Taktik du zurechtgelegt hast. Ich werde dir noch mehr zeigen, Süße. Ja, Felicia ist ziemlich niedlich. Und die werden wir jetzt besiegen. Und sie beginnt mit Kleinstein. Und was auch neu ist, es gibt hier besondere Hintergründe. Zwei Pokémon hat sie, gut zu wissen. Also man hat hier vor allem für die Arena-Kämpfe einen besonderen Hintergrund gemacht. Also ihr seht, dass da hinten im Hintergrund auch dieses Fossil-Pokémon ist. Richtig cool gemacht, ich will das Kleinstein nicht fangen. Und wir werden mit Eisenschädel agieren jetzt erstmal. Leider sind wir ein bisschen unterlevelt. Aber ich sag mal so, das macht dann auch das Spiel ein bisschen spannender, wenn wir ein bisschen unterlevelt sind. Also großartig Offscreen-Training werde ich nicht machen. Ich meine, ein bisschen Spannung muss sein, auch wenn wir schon in diesem Let's Play einmal gestorben sind. Ja, wollen wir nicht darüber reden. Tarnel erreicht erstmal Level 11. Der extrem geile Wert hat, muss man sagen. Und als nächstes Pokémon setzt sie Nasknik ein. Da werde ich mit Gengarbor kontern. Weil Nasknik ist ihr bestes Pokémon. Das wird bestimmt so 14, 15 sein. Ja, Tatsache, 14. Level 14, ziemlich guter Level. Aber im letzten paar Tagen zu Gengarbor Megasauger erlernt. Und von daher wird der Kampf deutlich leichter, als wenn wir nur Absorber hätten. Und so ist Nasknik eigentlich auch schon fast besiegt. Jetzt versucht sie nochmal mit Felskraft zu kontern. Was? Ja, gut geklappt hat. Unsere Initiative sinkt. Aber okay, sie setzt nochmal einen Heiltrank rein. Versucht sie ich nochmal zu retten, aber eigentlich sollte es das fast gewesen sein. Weil wir sind, auch wenn wir durch Felskraft getroffen wurden, wir sind eigentlich ziemlich schnell mit unserem Gepäck gehabt, dadurch, dass die Initiative gesteigert ist. Und genauso ist es. Nasknik wurde besiegt. Gengarbor hat seinen ersten Arena-Kampf souverän erfolgreich bestanden und erreicht deswegen auch noch Level 14. Ich glaube, Gengarbor entwickelt sich auf Level 16 oder so, denke ich mal. Ja, sie hat verloren, wir haben gewonnen. Wir bekommen unseren ersten Arena-Orden. Endlich! Ich verstehe schon. Die Regeln in der Pokémon-Liga schreiben vor, dass der Trainer, der den Arena-Leiter besiegt hat, das hier erhalten hat. Bitte nimm dies in offiziellen Steinorden der Pokémon-Liga an. Du erhält den Steinorden von Felicia. Steinorden ermöglicht dir, die VM zur Schneider außerhalb des Kampfes einzusetzen. Außerdem werden alle Pokémon, die Level höher sind aus 20, dir gehorchen. Also bis Level 20 gehorchen. Dies möchte ich dir auch noch geben. TM 39 Felsgrab. Die Attacke Felsgrab richtet nur Schaden an, indem der Anwender Steine auf den Gegner herabfallen lässt. Und sie sinkt die Intensität des Gegners. Wenn du die Attacke aktivierst, wird dein Pokémon dir um Hand umdrehen beigebracht. TM sind übrigens beliebig oft einsetzbar, was übrigens erst seit Pokémon Schwarz 1 eingeführt wurde. Du kannst sie nach Herzenslust herumexperimentieren. Ja, genau so ist es, Felicia. Dies geht nämlich erst seit Pokémon Schwarz. Nein, halt! Der hatte doch gesagt, ich soll nochmal... Verdammt! Platz da! Aus dem Weg! Jo. Warte! Warte doch bitte! Du kannst doch nicht einfach Ware stehlen! Was geht denn da ab? Jo. Okay, was geht hier ab?
Aber zuerst möchte ich nochmal mit dem Typ reden. Hui, ein aufregender Sieg. Meine Zurufe müssen gewirkt haben. Großartig. Schau mal auf deinen Trainerpass. Der Steinorden, die du bekommen hast, müsste jetzt vermerkt sein. Nun hast du den ersten Schritt zum Weg des erfolgreichen Champ gemacht. Ein großartiges Spiel, oder? Ja, schön. Das interessiert uns nicht. Auch der Typ da hinten interessiert uns zu diesem Zeitpunkt nicht, denn ich muss mein Team erstmal ein bisschen umkrempeln. Weil ich habe mir natürlich ein bisschen Gedanken über das Team gemacht. Und habe einige Entscheidungen zum Team gemacht. Also wie das Team in nächster Zeit aussehen wird. Ich habe mich... Moment, wir gehen erstmal kurz bei Teams bewegen. Und zwar kommt Zixas rein. Zixas wird ein toller Faunensklave. Der kann zum Beispiel Zerschneider, Stärke und noch viele mehr Attacken. Deswegen werde ich ihn reinnehmen. Fifien werde ich rausschmeißen. Auch wenn er mit seinem Donnerzahn ziemlich genial ist, werde ich ihn trotzdem rausschmeißen. Weil, ich bin jetzt kein großer Magnaien-Fan. Tarnel ist ein bisschen zu overpowered. Deswegen möchte ich ihn nicht reinnehmen. Ich werde ihn trotzdem offscreen trainieren. Und ihn deswegen rausschließen. Makuhita hat mich in der Arena überhaupt nicht überzeugt, auch wenn seine Werte ziemlich genial sind. Auch seine Fähigkeit ist geil. Alles eigentlich gut, aber nee, ich habe mich dann doch dazu entschließen, Makuhita nicht ins Team zu nehmen. Bei Giveaway bin ich mir immer noch nicht sicher, ob ich ihn aus dem Team rausschmeißen soll oder doch nicht. Aber ich nehme ihn trotzdem mal zur Sicherheit mit. So als wichtiges Pokémon, weil... Zixas haben wir auch ziemlich lange drin gelassen. Und Zixas erlernt Zerschneider. Wie gesagt, er kann ziemlich viele VM-Attacken. Und ich möchte mit euch den Weg zurücklaufen, denn wir haben ja zwei Zerschneiderbüsche im Laufe des Let's Plays gesehen. Und genau die möchte ich jetzt erkunden, was denn dahinter ist. Mit euch. Einer war, glaube ich, hier hinten. Nein. Da hatte ich falsche Erinnerungen. Dann war das hier nach dem Steg. Genau, hier war nämlich ein Zerschneiderbaum. Das sind übrigens völlig neue Zerschneiderbäume, die nur in Pokémon X und Y neu reinkamen. Hier finden wir zum Beispiel einen Beleber. Wenn ein Pokémon von uns sterben sollte, können wir es via Beleber wieder zum Leben erwecken. Erhält aber dann nur wenig KP. So, hier war doch mal die Team Magma, blöde Kuh. Und da wollen wir jetzt mal gucken, was es denn hier so gibt. Oh, schön, wie das Licht hier hinten reinscheint. Hallo. Oh, wir bekommen das Item Wundersaat. Genau, steigen Pflanzenattacken und... Nein, ich möchte nicht speichern. Wundersaat kann ich gleich mal benutzen und es meinem Gegabo geben. Der ist ja ein Pflanzen-Pokémon, von daher passt das eigentlich ziemlich gut. Sonst ist hier nichts. Ah, oder ist ein... Sag nicht, dass das der Stein ist. Nee, okay, hier ist kein Gras. Ich dachte, dass das eventuell der Evoli-Stein ist zur Entwicklung zu Flobipoba. Aber kann trotzdem sein, dass er hier ist. Das ist ein Bummels, was uns nicht interessiert. Oh, da ist noch ein weiteres Item, das ich haben möchte. Das ist X-Angriff. Na gut. Nehmen wir mal mit. Ja, und das war's. Ja. Wir haben zwei gute Items gefunden. Beleber haben wir gefunden. Wundersaat haben wir gefunden. X-Angriff haben wir gefunden. Ich würde jetzt nicht sagen, dass wir schlechte Beute gemacht haben. So ist es ja überhaupt gar nicht gewesen. Und dieses Wummels geht so ein bisschen aus dem Sack. Das will echt, dass ich es fange, oder was? Ich habe dich doch schon weggeschmissen, Wummels. Also geh mich nicht auf den Sack. So, hier befindet sich ein Wompel, das wir recht schön ignorieren werden. Und wir werden jetzt auf dem Weg machen, dort wo der Devon Corporation Typ war. Falls ihr euch interessiert, mit was ich spiele halt mit dem Nintendo 3DS logischerweise. Also ich spiele mit dem Nintendo 3DS, es gibt ja auch die Möglichkeit auf dem 2DS zu spielen.
Und ich spiele übrigens mit dem Schiebepad, weil ich bin halt ein großer Fan des Schiebepads und mag überhaupt gar kein Steuerkreuz. Bin eigentlich schon seit Jahren großer Schiebepad-Fan und deswegen spiele ich hier Pokémon mit dem Schiebepad und nicht mit dem Steuerkreuz. Oh, dich kenne ich doch. Du bist der großartige Trainer, der mir im Blütenburg-Gewalt gerettet hat. Aber plötzlich erinnerst du dich an mich. Hörst du mir noch einmal? Team Magma hat mich ausgeraubt und hat die Dämonenware zurückbekommen. Ansonsten bekommt mich ein riesiges Problem. Jo, ich helfe dir, Mann. Und wir sind jetzt auf der Route 116. Oh! Wie ich da erkennen kann an Schatten, bekommt man hier Eneko und einen Kader. Ja, coole Pokémon. Die sind definitiv sehr nice. Und hier finden wir unseren ersten Trainer. Und ich sehe auch an dem Baum, dass der gerade mal Maronenbeeren hat. Also wir versuchen... Was? Der ist Luger? Lol. Luger sollte man eventuell kennen aus Tales of Xillia 2. Diesem RPG von Namco Bandai, kann das sein? Ist das von Namco Bandai gepublished? Ich weiß es nicht. Weiß es jetzt nicht hundertprozentig, aber jedenfalls kam es auf der PlayStation 3 raus. Tales of Xillia sieht ziemlich geil aus. Der neue Teil der Tales of Saga. Oh, ein Macholo. Cooles Pokémon, Macholo. Würde ich eventuell auch mal gerne drin werden, aber okay. Egal. Lass mal das. Und Tales of Xillia kommt noch für die PlayStation 3 raus, kommt bisher nur exklusiv nach Japan raus. Würde mich freuen, wenn das auch nach Deutschland kommen würde. Ich würde es eventuell Let's Play, wenn ich mir dann noch mehr Trailer angucke. Aber ob ich es Let's Playen würde, weiß ich noch nicht. Müsste man gucken. So, offscreen werde ich dann hier wieder meinen Spaß haben, um die Pokémon... Was? Wie geht das denn? Ich gucke nach oben, er guckt nach oben, er sieht mich. Was war denn das jetzt für ein Bug, Nintendo? Ohne Witz. Das war jetzt echt schlecht, Nintendo. Ja, leider kann ich auch hier meinen Giveier nicht einsetzen, weil der halt, ja, nur Käfer-Attacken drauf hat und wir kämpfen hier gerade die ganze Zeit nur gegen Käfer-Pokémon. Aber so bekommt Gigabwurm wunderbares Training und wir werden ja noch einige Pokémon fangen. Von daher... Solltet ihr nicht enttäuscht sein, dass ihr jetzt erstmal nur noch wieder Gekabo sieht und nicht andere Pokémon. Das Team wird schon sich von selbst erstellen, sag ich mal so. Aber halt, ich weiß nicht, irgendwie ist mir dieses Tarnel einfach viel zu overpowered. Muss ich echt sagen. Tarnel ist echt so ein bisschen OP. So, ein weiteres Nintendo, beziehungsweise das sehen wir jetzt zum allerersten Mal. Wir haben es ja nur gesehen bei einem Haus von einem Typen. Wow! Okay, die Attacke ist sogar sehr effektiv. Und heilt ihn sogar ein bisschen. Finde ich jetzt nicht so geil. So wird der Kampf nämlich unnötig in die Länge geschreckt. Aber anscheinend macht er die Attacke nicht ständig. So bin ich großes Leid erspart. Nochmal Kratzer. Hast auch was anderes drauf als so das. Okay, ja, mach lieber das, weil nicht, dass du den Kampf unnötig in die Länge ziehst. Aber Nintendo wurde trotzdem besiegt. Und Gigabo hat ja schon erlebt. Boah, jetzt kommt auch noch ein Chalukku. Das gibt's doch gar nicht. Panikon habe ich off-cam schon mal gesehen. Chalukku und Panikon sind übrigens. Genauso wie Bibor und Smetbo. Beziehungsweise Kukuna und Saftkor. Also, Waumpel entwickelt sich entweder zu Chalukku oder Panikon. Fragt mich jetzt nicht, woran das jetzt hängt. Und Chalukku entwickelt sich dann zu Papinella, was wir schon in diesem Let's Play gesehen haben. Und ich höre einen Kader. Das werden wir jetzt mal auffindig machen. Ja, es ist ein Kader. Was? Wieso ist es verschwunden? Naja, egal. So können wir hier weiter aufmerksam
uns die Gegend erkunden und auf die Suche nach den Idioten machen. Oh, ein Merrill! Ach, das ist ein wunderbares Opfer. Problem ist aber, Merrill ist mittlerweile ein Fee-Pokémon und das macht Merrill in dieser Region ziemlich assi und wir sehen uns im nächsten Part wieder. Bis dann, Leute, und ciao.